heute zeigen, wie man eine Handytasche selber stricken und filzen kann. Und dazu habe ich hier ein paar Modelle aufgebaut. Wir brauchen dazu ein Knäuel Filzwolle. Ich habe hier eine Restwolle. 8er Nadeln, 5 Stück. Ich habe heute hier Bambusnadeln. Das letzte Mal waren es Alunadeln. Das ist eigentlich egal. Eine dicke Häkelnadel, eine dicke Nadel zum Vernähen und eine kleine Schere. Und zwar wollte ich heute eine Einschub-Handytasche stricken und dann verfilzen. Dazu habe ich vorab schon als Geschenk für eine Freundin Hausschuhe gestrickt und verfilzt. Und dazu möchte ich jetzt die passende Handytasche machen mit Herz. Wir nehmen die Filzwolle und eine Nadel und wie bei den Hausschuhen müssen wir erst die Maschen anschlagen. Ich brauche bei dieser dicken Wolle 28 Maschen und die werde ich jetzt einmal auf die Nadel anschlagen. Wer das noch nicht kann, der schaut bitte bei den Hausschuhen einmal nach. Da erkläre ich das ganz ausführlich. So, nun habe ich 28 Maschen auf die eine Nadel aufgeschlagen. Dann nehme ich mir die nächste Nadel und mache hier 9 Maschen drauf. 2, 4, 6, 8, 9. Dann nehme ich die nächste Nadel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und weil jemand das letzte Mal sagte, die machen die Nadel so ganz kiere, was ich total lustig fand. Man kann das auch ausnahmsweise mal mit 3 Nadeln nur stricken. Das macht ist gar kein Problem. Jetzt bindet man erstmal den hinteren Faden mit dem vorderen zusammen, dass man einen Kreis hat. Also ich mache es mir auch ganz gern einfach und stricke dann halt nur mit 3 Nadeln. Das ist gar kein Problem, das kann man machen. So lange, bis man dann irgendwas abnehmen muss, aber bei einer Handytasche ist das ziemlich einfach. Und dann kommt man mit 3 Nadeln auch zurecht. So, jetzt schiebe ich sie mir alle, wie ich brauche. Und nehme jetzt die 4. Nadel, 25 Reihen über diese erste Reihe. 25 Reihen müssen wir erstmal jetzt so, nun stricken. Habe ich 25 Reihen gestrickt. Ich möchte euch noch mal zeigen, wie man das ganz einfach zählen kann, wenn man so ein bisschen durcheinander wird. Man fängt an bei der Masche und zählt dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Immer schön mit der Stricknadel da reingehen, in das kleine V. Und schon hatten wir die Reihen gezählt. Als nächstes müssten wir dann 12 Maschen abnehmen. Und dazu gehen wir in die Masche rein, stricken eine, stricken zwei und ziehen einfach eine über die andere. Einmal, zwei, drei, vier, 5, 6, 7, 8, legen eine Stricknadel weg, 9, 10, 11, 12. Die nächsten stricken wir. 1 Reihe darauf.
Und jetzt fangen wir wieder die 12 Maschen. Das geht ganz einfach. Man nimmt den Faden so und schlingt zurück drauf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, nicht so feste ziehen, schön locker. 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, dann nehmen wir wieder eine Nadel dazu. Und machen die 12 Nadeln, 12 Maschen auf die eine Nadel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wir machen jetzt hier 8 und lassen auf der anderen die erst einmal und stricken jetzt da weiter. In der nächsten Runde verteilen wir dann wieder gleichmäßig alle Nadeln, alle Maschen auf die entsprechende Nadel. Eine Reihe darüber. Ziehen gerade die erste Masche ziemlich fest. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hier sind ein bisschen weniger Maschen. Dann nehmen wir uns die von hier drüben noch dazu. 7, 8, 9, da haben wir da schon wieder 9, jetzt kommen wir zu dieser, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jetzt kommen die 9 Maschen, die Gefangenen, 8, 9, jetzt sind es hier ein paar mehr, das sind dann 10, 11. Das verteilen wir aber dann in der nächsten wieder gleichmäßig. Jetzt stricken wir wieder die 9, die wir selber gefangen haben. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, damit es gleichmäßiger wird, nehmen wir uns einfach auf der anderen Seite nochmal eine runter. So, und auf diese Reihe stricken wir jetzt dann noch 4 Reihen. So, nun habe ich 4 Reihen über unsere Abnahme, über unser großes Loch gestrickt und jetzt kette ich ab. Dazu gehe ich in die erste Masche, als würde ich eine rechte Masche stricken. Ziehe mir einen Faden durch. Bei der nächsten mache ich genau dasselbe und jetzt muss aber eine Masche über die andere. Ich mache es mal ganz langsam, eine Masche über die andere. Noch einmal langsam die Masche reingezogen und dann die vordere durch die hintere Masche. Und so ketten wir jetzt da rundherum alle Maschen ab. Noch einmal langsam, für die, die es noch nie gemacht haben. Einmal durch die vordere eine Masche ziehen und die vordere Masche kommt durch die hintere. Die überschlagen sich. Und danach hebe ich erst die beiden letzten Maschen, kette ich ab. So. Diese Schlaufe behalte ich mir. So, die letzte. Stricknadel weg. Häkelnadel. Ich habe die Schlaufe. Und jetzt lasse ich den Faden gleich weiterlaufen. Also ich finde es immer ganz praktisch, wenn an der Handytasche eine Schlaufe ist, ob wir es jetzt an der Hose festmachen wollen oder in der Handtasche
oder an der Sportjacke.